So, hallo Leute, Freunde der Freiheit, Freunde der Liebe, Freunde des Sex. Hier ist wieder euer spiritueller Anarchist. Ich melde mich jetzt noch mal kurz zu einem kurzen Video. Und zwar, Arno Dübel hat recht, Arbeit ist scheiße. Ja, ich wollte jetzt noch mal auf den neuesten Stand kommen. Ich habe letztens ein Video gemacht, über die Stelleninformationsveranstaltung von Legoland, wo ich die Bewerbung abgelehnt habe, verweigert habe. Ja. Jetzt vor kurzem bin ich auf ein Video getroffen, mal wieder von Arno Dübel, ist wieder hochgeladen worden. Ihr kennt ja vielleicht Arno Dübel, Deutschlands frechster Arbeitsloser. Und viele Leute haben immer gedacht, ja, der ist ein bisschen blöde, der will nicht arbeiten und ist ein Idiot und so. Aber was der eigentlich sagt, so in dem neuen Video, das ist eigentlich ganz interessant. Ich denke mal, wir hören mal rein. Aber ich muss noch mal noch ganz kurz, bevor ich es noch vergesse zu sagen, es wird demnächst bessere Videos geben. Ich weiß, dass mit der Skype ist, das ist natürlich immer so ein bisschen ein Problem, das ist alles ein bisschen verschwommen und so. Aber ich gucke auf jeden Fall, dass das nächste Video, ich werde gucken, dass ich vielleicht morgen sogar noch mal ein Video mache, weil morgen ist Sonntag, da reicht man viele Leute. Da gucke ich jetzt, ich habe jetzt die Möglichkeiten gefunden, bessere Videos zu machen. Aber heute mache ich es jetzt nochmal mit der Skype. Ja, weil ich bin jetzt dann nicht dazu gekommen, das alles so zum Installieren. Okay, ja, und dann gehen wir mal weiter zu Arno Dübel. Ich denke jetzt mal, jetzt hören wir mal kurz rein, was Arno Dübel zum Sagen hat. Das ist eigentlich ganz interessant. Der hat eigentlich schon verstanden, muss ich sagen. Okay. Das Fall sein bei Wilko Ich hoffe, kannst und, hören. und das Problem ist, man arbeitet sich wirklich kaputt Ja. und der Dank dafür ist irgendwie, dass man teilweise Urlaub nicht ausgezahlt bekommt und so. Und das ist einfach undankbar, einfach den Ja, Arbeitern gegenüber. das ist Ausbeutung. Auf jeden Fall, das Das würde ist ich sagen. Ausbeutung. Und weil man mich ausbeutet, Ja, bevor man mich ja. ausbeutet, gehe ich jetzt gar nicht arbeiten. Dann kann man mich auch nicht ausbeuten. Ja, nee, heutzutage ist das ja auch so, dass die Menschen teilweise 40 Jahre arbeiten Und dann und gar nicht. sterben. Ja, das sowieso, das ist keine Frage. Aber die Rente ist Ist sehr gleich null. miserabel, genau. Rente kriegt man doch auch hier. Habe ich dir nicht erlaubt. Rein da. Rente kriegt man doch, wenn man 50 oder 55 Jahre gearbeitet hat Ja. und man freut sich auf die Rente, da kriegt man genauso viel, als wie wenn man Sozialhilfe kriegt. Ja, eben. Ja, es ist doch die Armut da schon. Ist doch Ja, schon ist nämlich. schon Armut, ist Ja. gleich plus minus null als. Ja. Also warum soll ich denn mich kaputt Ja. Ist machen? halt nur die Frage, wie viel man sich selber gönnen will. Ja, ich Und gönne wenn mir Sie ja. damit, Ich klar, gönne mir ja alles. ja. Alles Gute. Warum soll ich arbeiten gehen? Wofür? Für wen? Wer freut sich? Damit ich mich kaputt Genau. gearbeitet habe und genauso viel Rentenerik kriege, wie ich Sozialhilfe kriege. Nee, dann kriege ich doch gleich Sozialhilfe. Ja. Ja. Guck dir den Fernsehen doch an, die alten Damen oder Herren, die 60 Jahre lang gearbeitet haben. Die müssen die leeren Flaschen draußen sammeln. Ja. Ja, ist doch so. Heutzutage bekommt man das immer mehr mit, dass Rentner immer Flaschen gammeln und Ja, genau. ja. Lieber vom Jobcenter. Ich meine, Nee, was ja. hab ich davon? Ja, eben. Davon hab ich doch nichts. Also warum soll ich arbeiten, mich kaputt machen und nachher genauso viel kriegen wie andere von Sozialamt, von Eben. AWI? Man hat ja irgendwo noch Ja. irgendwo Stolz, ne? Ja, nee, nee. Und ausbeuten lasse ich mich nicht. Nee. Nee, ist doch so. Ja. Ja. Und wollen Sie das dann noch weiter bis zur Rente machen? Ja, ne? Ja, natürlich. Das sind doch Ja. nur noch ein paar Ja. Jahre. Die kriege ich doch auch noch Wie rum. alt sind Sie jetzt? No Sagen Sie einmal, no way, nicht mit mir. way. Nicht mit mir. Wie viele Jahre, wie alt sind Sie jetzt? Na, schätze. Um die 50? Ja, ist auch gut. Okay, und dann sind es noch 17, so 15 weitere Jahre bis zur Ja, Rente. das kriege ich ja noch hin, ne? Ja, also ich meine, wenn man 40 Jahre hinbekommen hat, dann kriegt man die restlichen 15 Jahre auch Ja, hin. die kriege ich, merke ich doch gar nicht dann mehr. Und die Rente ist dann sicher, ne? Ja, natürlich. Okay. Das hält doch auf. Ja, doch, auf jeden Fall. Wie soll ich denn arbeiten 50 Jahre und kriege noch weniger wie vom Sozialamt? Ja, ich helfe dir doch gleich. Aber das läuft gar nicht bei mir. Da gehe ich gar nicht arbeiten und kriege so vom an. Und mehr. Ich kann die Rentner sogar noch was abgeben.
Hey! Okay. Ja, gut, okay. Also, man hört es ja, also, recht hat er. Also, das würde auch jeder bestätigen. Viele Leute arbeiten und sind dann trotzdem arm und kriegen dann weniger Rente. Für was? Für das, dass man gegen andere Menschen, seine Mitmenschen dann konkurriert und die immer weniger Jobs, die ja eh bald von Robotern übernommen wird. Also, was macht das für einen Sinn? Ja. Also, für mich macht das keinen Sinn. Und ich sehe es ja nicht ein. Vielleicht müssen manche momentan in der Situation, das kann ja sein, aber nur weil der andere leidet, soll ich dann auch leiden. Ja. Es ist eigentlich doch eher der Sinn, dass wir alle schauen, dass wir das Leid überwinden und dass wir gucken, dass es uns alle gut geht. Ja. Und von dem her, es gibt Leute, denen macht Arbeit Spaß, dann sollen sie es. Und es gibt auch einige, die verdienen gut. Ja, aber oft ist es halt nicht die Realität. Ja. Und da ist manchmal doch besser, wenn man nicht arbeitet. Also, und das sehe ich doch genauso. Also, da kann man doch einfach nur sagen, ja, das stimmt so. Ja. Deswegen nur mal so ein Video. Arno Dübel hat recht. Ja. Hat er auch. Und alle Leute, die gegen Arno Dübel sind, das sind für mich alles nur Neider. Das sind Hater, das sind Neider, weil sie selber unzufrieden sind mit ihrem Leben, weil sie selber nicht klarkommen, weil sie selber vielleicht sagen, okay, vielleicht auch sagen, Arbeit ist scheiße, aber nichts dagegen tun und dann auf jemanden zeigen, der einfach was tut und sagt einfach, hey, ich gehe einfach nicht mehr, dann mache ich Spiele nicht mehr mit bei dem Scheißsystem, von dem her gesehen. Und ja, also würde ich sagen, also Arno Dübel, Daumen hoch, du hast vollkommen recht, ja. Die Leute buckeln sich krumm und buckelt und am Endeffekt kommt nichts dabei raus, am mickrige Rente und das war's dann. Und das ist auch einfach, weil die Arbeitgeber auch zu wenig und die Arbeitgeberinnen einfach zu wenig zahlen, die Leute. Ja, und das darf einfach nicht sein. Das ist schon einfach ein Riesenmachtmissbrauch, was da betrieben wird. Ja, also ich würde auch vorschlagen, wenn es möglich ist, vielleicht auch selbstständig sich zu machen. Das ist auch ein Weg, ja, weil in die Scheißfirmen, bei den Scheißfirmen ist es halt immer so, da hat immer einer Macht, da ist immer einer der Chef und der hat dann die Möglichkeit auszubeuten. Und solange das einfach der Fall ist, also ich spiele bei dem System einfach nicht mehr mit. Das ist einfach für mich no way, no way. Ich sag's genauso wie Arno Dübel, no way. Yo. Also Leute, denkt dran, Arbeit ist scheiße, ja. Das ist auch mein Motto und von dem her bin ich absolut solidarisch mit Arno Dübel. Ja. Vollkommen richtig, vollkommen richtig. Ja. Er hat recht, wenn er sich dem Ganzen entzieht und ich bin da voll, stehe da voll an seiner Seite. Also das wollte ich nochmal sagen. Auf das Video bin ich gerade zufällig gestoßen von Arno Dübel und dachte, okay, das passt jetzt gerade rein. Ja. Weil ich ja gerade wieder so eine Arbeit ist Scheiße-Videoserie mache und von dem her. Ich darf sprechen, mal kurz das Thema an. Okay, jo. Also, würde es mich freuen, wenn ihr das Video teilt. Abonniert meinen Kanal. Ich bin der spirituelle Anarchist. Ja. Gebt mir einen Gefällt mir-Button und wie gesagt, kämpft für die Freiheit, kämpft für die Wahrheit und ja, macht es gut.